Die Sterne lügen auch. Anton saß auf dem Balkon seiner Plattenbauwohnung, trank ein Gläschen Wein und freute sich über den wundervollen Blick auf gegenüberliegende Balkone von gegenüberliegenden Plattenbauten, auf die Balkone der Nachbarschaft an den benachbarten Plattenbauten und auch auf einen Großteil der Balkone in unmittelbarer Nachbarschaft der schon erwähnten gegenüberliegenden Plattenbauten. Herrliche Aussicht, dachte Toni zufrieden und erschrak schon lange nicht mehr darüber, dass es auf längere Sicht keinerlei Alternativen gab, von hier wieder zu verschwinden. Toni arbeitete jeden Tag in einer Wäscherei für einen Monatslohn, der einfach nicht ausreichte, eine Wohnung in besserer Lage anzumieten. Kurz und gut, Anton kam auch so auf keinen grünen Zweig. Wollte er wenigstens diese Wohnung behalten, musste er staatliche Hilfe beantragen. Anton Pulitzka zählte rein statistisch zu den Armen und somit bekam er Unterstützung vom Amt. Das Amt nannte Anton aber hilfsbedürftig, weil sich das Amt besser auszudrücken wusste. Die Nacht war längst an den Häuserfassaden hinabgekrochen und schien von den Brüstungen auf die Dächer der dicht an dicht stehenden PKWs zu tropfen. Toni fand keinen Schlaf und so saß er meist hier und beobachtete, wie allmählich die blauen Lichtfetzen der Fernsehgeräte weniger wurden, wie die Lichter in den zahllosen Fenstern nach und nach verloschen und wie in den Balkonreihen vereinzelt Kerzen flackerten, die mit vagem Licht, unvollständig und nur zu erahnen, entfernte Gesichter skizzierten. Toni nahm die Formulare, die vor ihm auf dem Tisch lagen, noch einmal zur Hand und las. Antrag zur Wiederbewilligung ergänzender Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch. Manchmal glaubte Toni, dass er gefangen wäre in diesen Wänden und auch in diesen Formularen. Und nur nachts spürte er, wie sich diese Fesseln lockerten, wenn sein kleiner Balkon hoch oben im sternenverhangenen Himmel zu schweben schien. Frei und losgelöst und völlig unberührt von der Tristesse dieser hohen Gegend, deren Grau sich am Tage wie Schatten auf die Gesichter seiner Bewohner legte, fühlte sich Toni, als stünde er auf der Brücke eines Raumschiffes. Gedankenverloren blickte er auf den Bildschirm seines Fernsehgerätes, der sich in der Tür spiegelte. Man warb wieder einmal singend und sprechend, in schnell wechselnden Bildern, in immer neuen hanebüchenden Texten, wie preiswert und gesund doch alles war in diesem Land, wie schön und frei und vor allem porentief rein die Menschen sich durch seine lachende Kokident-Demokratie bewegten. Nicht wie Toni, zusammengepfercht in der Straßenbahn mit dem Rotz vom Gegenüber am Revers und auf dem Weg zu irgendeiner Behörde, die ihm etwas zum Lohn seiner Arbeit geben musste, um Anton Pulitzka in die Lage zu versetzen, wohnen zu dürfen? Nein, nein. Dort bewegte man sich in silberfarbenen Cabrios auf malerischen Küstenstraßen, als Banker auf einer Harley-Davidson, mit einer schönen, dünnen und intelligenten Frau und den natürlich daraus entstehenden dünnen, intelligenten und gehorsamen Klubsch-Augenkindern, mit einem schönen, dünnen und fast genauso intelligenten Golden Retriever, den alle knuddelten auf dem hauseigenen Spielplatz von der Größe eines Fußballfeldes vor der selbstverständlich zu scheinenden Jugendstilvilla. Als im nächsten Spot ein vermutlich nur kurzzeitig reanimierter Rentner in die Kamera sapperte, dass er die Kraft der zwei Herzen besäße, hörte Toni ein Flöhen. Gleichzeitig nahm er aus dem Augenwinkel heraus einen purpurnen Lichtschweif wahr. Er setzte seine Brille auf, nahm sie ab, rieb sich über die Augen, setzte die Brille wieder auf, schloss die Augen, öffnete sie und setzte die Brille wieder ab. Er sah es immer noch. Ein zuckerdosengroßes und auch ähnliches Flugobjekt, das in einem roten Nebel auf der Stelle schwebte, während es verschiedene Flötentöne von sich gab und nach einer 360-Grad-Drehung auf der Tischplatte landete. Anton verspürte nicht einmal Panik, als er fasziniert das Schauspiel verfolgte, das entweder der Wein verursachte oder die Nachbarskinder. Nichts von alledem. Die jetzt lila schimmernde Zuckerdose besaß auf der gedachten Mittellinie ihrer Wölbung drei Klappen. Aus einer, die mit leisem Zischen nach unten fuhr und auf dem Tisch gleich neben dem Antragsformular zur Wiederbewilligung ergänzender Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch aufsetzte, sprang ein etwa grashüpfergroßes Subjekt.
Anton Pulitzka näherte sich, um besser sehen zu können. Der neue Ankömmling fuchtelte so wild mit seinen Händen, die an überlangen Armen hingen, dass der entstandene Luftzug eines der Antragsblätter zur Wiederbewilligung ergänzender Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch anhob und zur Tischkante wehte. Toni machte dann noch einen Schritt zurück, als aus der offenen Tür des Zuckerdosen-UFOs ein greller, gebündelter Lichtstrahl drang und das wild gestikulierende Männlein erfasste, welches sich daraufhin entmaterialisierte, um im gleichen Moment und wesentlich größer neben Toni Gestalt anzunehmen. Die Formulare. Zur Wiederbewilligung ergänzender Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch flatterten endgültig vom Tisch, als das fremde Wesen laut trötete. Tütelütel, tütelütel, ding, 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 ping, ping, bis du Anton Pulitzka, leck mich am Arsch. Auf meinem Balkon landen Außerirdische, murmelte Toni, nicht mehr den geringsten Zweifel hegend. Warum willst du das wissen? Fragte er und besah sich den Weltraumkollegen näher. Tüt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 
Jedes Jahr, tönte das Gesichtsmegafon erneut, wird auf unserem Zentralregierungsplaneten eine Abenteuerlotterie durchgeführt. Mit einem aus 200 Segmenten bestehenden Glücksrad. Die Segmente stehen für die 200 schlimmsten Planeten mit den 177 unmöglichsten Lebensformen. Ein Zufallgenerator hatte mich ausgewählt, an dem Rad zu drehen, und ich erdrehte die Erde. Seine Beine streiften sich nun rosa und dunkelbraun, während der Staubsaugerkörper signalrot leuchtete, als er fortfuhr. Dann hatte ich die Wahl, in eines von 5,98 Milliarden Zeitlöcher zu springen. Und nun stehe ich hier auf der Brücke deiner komischen Raumstation und sehe anhand dieser Papiere, dass es nicht so läuft in deinem ersten und leider auch letzten biozyklaptischen Bestehungsmodus, den du Leben nennst. Du bist arm, Anton Politzka. Und das ist ein auch in anderen Galaxien weit verbreitetes Übel. Es ist eine Abenteuerlotterie und ich darf dich retten. Pack das Nötigste zusammen, es wird dir bei uns gefallen. Wie zusammenpacken? Was hat denn das mit meinem Bewegungsantrag zu tun? Ist es denn bei euch besser? So wie du aussiehst, wage ich das zu bezweifeln. Toni war schon angetan, von hier verschwinden zu können und irgendwo neu anzufangen. Nicht irgendwo, sondern in einer anderen Galaxie, auf einem fremden Planeten, in einer neuen Gemeinschaft, mit vielleicht neuen, besseren Gegebenheiten und Zielen. Völlig unbedarft und nicht vorbelastet durch seine Vergangenheit, die seinem Leben so oft im Wege gestanden hatte. Dem Regen X1, sie es nachzuurteilen, spielte auch Zeit, der größte Feind Anton Politzka, keine Rolle. Dort, Toni sah hinauf zu den Sternen, wo auch immer das sein mochte. Aber ich kann doch nicht einfach, hob er an und blickte zu seinem Fernseher, in dem ein Nachrichtensprecher gerade den Mord und Totschlag dieses einen Tages zusammenfasste, als würde er seinen Kindern eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Toni sah zu den Gesichtern, die in der Nachbarschaft matt aus der Dunkelheit schimmerten. Und manchmal hasste er diese Gesichter, weil sie ihn zu verhöhnen schienen. Doch heute fühlte er sich ihnen auf eine sonderbare Weise verbunden. Der kosmische Staubsauger wurde blitzartig schneeweiß, seine Beine ganz schwarz, doch das nahm Toni nicht wirklich wahr, als er fragte, hat ihr denn die Armut abgeschafft, dort bei euch? Nein, nein, bei uns heißt das bloß anders und spielt nur eine untergeordnete Rolle, weil wir vor 1000 Sonnenstumpenperioden arm und reich getrennt haben. Wir verfügen über 2 Planeten, musst du wissen, funktioniert tadellos. Die Armen bekommen vom Reichtum der Reichen nichts mit, werden auf einem vertretbaren Notlevel gehalten. Was heißen soll, dass die Armut zyklapsial gesellschaftlich innerhalb der vom Rat begrenzten Bestehungszeit bleibt? Mit deinen Worten ausgedrückt, sie wird weiter vererbt. Ein genial geschlossener Kreislauf von armen Säcken, denen so ermöglicht wird, sich nicht beneiden zu müssen, und die Reichen sind sowieso lieber unter sich. Als hätte Toni schon zugestimmt, ihn zu begleiten, hielt der geheimnisvolle Besucher Toni die Anträge für die Wiederbewilligung ergänzender Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch unter die Nase und trötete: Die mitzunehmen würde ich mir an deiner Stelle reiflich überlegen. Warum? Fragte Anton, immer noch dabei, den Vortrag des Staubsaugers zu verdauen, den er keinesfalls verstand, der sich aber ziemlich abgefahren anhörte und der ihm kein Vertrauen einflößte. Und überhaupt, was sollte die Frage mit den Anträgen? Was haben die mit außerirdischen Lebensformen zu tun? Folgendermaßen, ruft X1, kommst du mit und man findet bei dir solche geartete Papiere zur Wiederbewilligung ergänzender Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch, die ungeschönt darauf hinweisen, dass du ein armer Sack bist, wirst du wohl auf Sozialjahr untergebracht, wo sich dein Dilemma nicht bessert. Dort ist die unschöne Heimat der Sozialschwachen, die bei uns arme Säcke genannt werden. Findet man bei dir nichts dergleichen, dann helfe ich dir dabei, den Behörden die Hucke voll zu lügen. Zum Beispiel, dass du hier reich warst und erfolgreich ohnehin und angesehen und
Dann gibt es doch außer ein paar dänischen Ausdrücken, wird Antonius sagen, von denen wir ebenfalls genug haben, gar keinen Unterschied zwischen deiner und meiner Welt. Das ist bei uns der gleiche Scheiß, bloß dass die da oben noch nicht die Technik besitzen, alle armen Säcke ins All zu schießen. Aber gelogen wird ja auch, dass sich die Balken biegen. Tony schaltete den Fernseher ab, denn die TUI-Werbung über All-Inclusive-Reisen konnte er jetzt beim besten Willen nicht ertragen. Weißt du was, X, Y oder Zeti? Murrte Tony ziemlich genervt und ging auf den Außerirdischen zu, dass er seine Spuckespritzer auf dessen Blinkfratze sehen konnte. Hier weiß ich, dass ich arm bin und dass es anderen besser geht. Was mir wiederum Hoffnung darauf macht, dass es nächste Woche für mich auch besser laufen könnte. Hier weiß ich, wer mich bescheißt. Aber hier weiß ich auch, dass ich, trotz allem, ich selbst bleibe und auch wenn es nicht immer so scheint, an mich glaube und ich nicht wegsehen muss, wenn einer mit goldenen Löffeln Kaviar in sich hineinschaufelt, weil mir das nicht wichtig ist. Ich denke, du machst dich jetzt wieder klein und darin liegt eine gewisse Zweideutigkeit. Setz dich in deine Zuckerdose und schwirrst ab. Der Fremdling wurde knallrot, schrumpfte in einer Qualmwolke auf Daumengröße, rannte schauerlich quietend zu seinem Fluggerät, krachte wutentbrannt die Tür hinter sich zu und dann sah Tony nur noch einen roten Lichtschweif, der zornig flöhend in die Höhe schoss und sich unter die Sterne des Universums mischte. Anton Pulitzka ging kopfschüttelnd und enttäuscht darüber, dass es in grundlegenden Dingen zwischen den Welten keine allzu großen Unterschiede gab, ins Wohnzimmer zurück. Er warf sich in seinen Lieblingssessel und seine Gedanken drehten sich noch immer um die Begegnung mit der dritten Art. Im Nachtprogramm lief gerade die Wiederholung einer Polit-Talk-Runde, die man Schlafgestörten anstelle von Tabletten verordnen sollte. Und Tony meinte sogar, dass man sich derartige Wiederholungen sparen könne, weil sich die Inhalte dieser Treffen ständig wiederholten. Nicht bloß in Wiederholungen. Tony fiel die Augen zu. Die Bilder verschwammen und nur noch dünn hörte er die Herren am runden Tisch, wie sie so viel Blaues vom Himmel herunterlogen, dass es hier auf Jahre hinaus dunkel bleiben müsste. Kaum sichtbar bewegten sich Tonys Lippen, als er in sich hineinmurmelte, kommt der Staubsauger Milliarden von Lichtjahren zu mir und labert denselben Mist, den ich hier jeden Tag höre.